Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere & Co. aus Hamburg. Eine neue Folge von Keep It Simple, passend zu der vielen Zeit, die ich im Moment habe. Ich habe nämlich im Moment so gut wie gar keine Zeit. Aber Keep It Simple heißt ja, das wisst ihr, halt es einfach, mach es schnell, für die schnelle Karte zwischendurch, wenn ihr mal was braucht, eine kleine Idee. Es muss nicht immer die riesenaufwendige Karte sein. Und ich habe heute wirklich noch viel vor und deswegen, bevor ich nämlich anfange, meine Pakete zu packen, wollte ich euch noch kurz meine Dankekärtchen für die letzten Sammelbestellungen, Ende der Celebration und die erste im April zeigen. Die sind wirklich schnell gemacht. Sowas brauche ich ja. Bei mir verlässt ja kein Paket ohne Kärtchen das Haus. Und deswegen muss es manchmal echt schnell gehen. Und das ist meine Idee für heute. Eine schnelle, wirklich einfach zu machende Karte, ohne viel Bling-Bling, mit ein paar Farben, ein Stempelset, fertig. Und zwar haben wir gearbeitet, ich lege die Karte mal hier oben rein, mit dem Stempelset Awesomely Artistic. Spricht sich ein bisschen schwer aus, aber ich liebe es, weil es ist nämlich wie Schmetterlingsgruß, ein schönes Set zur Hintergrundgestaltung. Ich liebe diese Libelle, ich liebe sie. Und mit dem Set arbeiten wir heute und zwar ausschließlich mit dem Set. Ihr könnt aber dieses Set ergänzen mit anderen Textstempelsets, weil hier habt ihr jetzt nur dieses Friend drin, aber ihr könnt es natürlich auch mit deutschen Stempeln ergänzen. Das zeige ich euch nachher noch im Anschluss, wenn die Karte fertig ist. Und dann haben wir natürlich ein paar Stempelfarben. Und zwar habe ich gearbeitet mit Wasabi-Grün, Honiggelb. Diese Farbe verlässt bald das Sortiment, wenn ihr sie noch haben möchtet. Solltet ihr sie euch schnell zulegen. Eine gute Alternative wäre auch Currygelb. Bermuda-Blau und auch noch eine aktuelle In-Color, die uns noch ein Jahr erhalten bleibt, Melon-Sorbet. Dazu ein schwarzes Stempelkissen für die Schrift. Und dann können wir auch schon loslegen. Ach so, Stempelblöcke ist das Starterpaket geeignet. Ihr braucht aber für diesen großen Stempel zusätzlich den ich euch gerne nochmal dazu empfehle, den Stempelblock E. Also das Starterpaket und Stempelblock E ist eine gute Ausrüstung für euch. Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Cardstock. Ich habe hier den extra starken Flüsterweiß in meinen Standardmaßen. Wie waren sie doch gleich? Jetzt muss ich... Achso, das ist 8¼ Inch mal 5¾ gefaltet auf 4¼. Und ich bin so froh, dass wir diesen extra starken Farbkarton haben, weil das ist wirklich eine schöne Kartenbasis. Dann habe ich hier, weil ich mich vergriffen habe, Olivgrün Farbkarton. Ich wollte eigentlich Wasabi greifen, weil ich auch mit Wasabi Stempel habe mich da vergriffen. Ist aber nicht schlimm. Jetzt haben wir Olivgrün und zwar in den Maßen 5½ Inch mal 3⅞. Und dann noch einmal Flüsterweiß und das kann der dünne Cardstock sein in 5¾ mal 3¾ Inch, also 3¾ mal 5¼. Die Zentimetermaße blende ich euch ein. So, und dann fangen wir auch gleich an mit Stempeln. Ich habe mal meine Stempelblöcke noch oder meine Stempel noch auf den Blöcken gelassen. Und wir fangen an mit Wasabi Grün und stempeln dieses Blumenmotiv da drauf, ihr seht es gleich. Ich stempel es einmal ab, damit der Farbabdruck nicht so kräftig ist. Und ohne viel nachzudenken, einfach mal da drauf. Damit nichts schief geht, das wieder zu. Dann nehme ich Melonsorbet und stempel mir dieses Schild schon einmal da drauf. Einmal gucken, dass es einigermaßen gerade wird. Und ihr seht, ich arbeite heute nicht mit Lagen, sondern stempel wirklich ein Stempel nach dem anderen auf das Motiv. Dann können wir schon gleich den Schriftzug. Ich habe hier Memento Tuxedo Black genommen. Ihr könnt auch die Archival-Tinte oder Stetson Schwarz nehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich hoffe, das ist jetzt richtig rum, ja? Ich muss euch mein Haupt zeigen, es geht nicht anders. Friend. Ach so, und bei der Gelegenheit, da zeige ich euch das gleich. Wie gesagt, hier ist ja nur dieser englischsprachige Spruch drin, aber ihr könnt das super ergänzen mit unseren Stempelsets. Wir haben viele Sprüche-Sets und viele passen auch in dieses Medaillon, in dieses Etikett. Ich habe jetzt hier eins für alles und ich wollte euch nur mal zeigen, dass man das echt gut auch ergänzen kann. Ne? Ich habe hier Glückwunsch, Einladung, den könnt ihr natürlich gerade stempeln, gute Besserung von Herzen zum Geburtstag, zum Ruhestand. Also wir haben auch Einladungsstempel, ne? Sie gehen nur manchmal ein bisschen unter. Und was ich schön finde an diesem Set ist, ihr könnt das super kombinieren, wenn ihr nämlich
das habe ich euch auch mal aufgestempelt, damit ihr es einfach mal seht. Manchmal muss man ja sowas optisch auch mal sehen. Einladung zur Konfirmation, zur Hochzeit, zur Silberhochzeit, zur Kommunion, zum Geburtstag, zum Hochzeitstag. Ihr könnt das auch kombinieren mit Segenswünsche zur Kommunion, Glückwunsch zum Geburtstag, Glück und Gesundheit und vieles mehr. Glückwunsch zum Hochzeitstag, Glückwunsch zur Silberhochzeit, Glückwunsch zur Hochzeit. Dieses Set ist wirklich, wirklich, wirklich ein richtig schönes Basisset, mit dem ihr viel machen könnt. Ihr könnt das dann ausstanzen mit unseren Etikettstanzen, mit den Kreisen, mit den Ovalen. Ihr könnt da wirklich viele Sachen mitmachen und das ist sehr vielseitig für viele, viele Anlässe. Ich lege es euch wärmstens ans Herz. So, Werbemodus aus. Wir machen mit der Karte weiter. So, Bermuda Blau finde ich für diese Libelle total schön. Wir machen erstmal Honiggelb. Alternativ wäre auch Currygelb zu empfehlen. Und zwar den Splatter nehme ich da einmal, stempel ihn einmal ab. Den zweiten Abdruck setze ich mir hier unten zum Etikett und den dritten nochmal da hoch. Und das als kleiner Tipp nebenbei, wir brauchen Eyecatcher auf der Karte. Und wenn wir jetzt hier und hier einen kräftigen Abdruck setzen, weiß das Auge nicht, wo es hingucken soll. Unser Hauptaugenmerk gilt in diesem Bereich, und zwar schon allein durch diese kräftige Farbe des Etiketts. Also setzen wir auch den kräftigen Splatter in diesen Bereich, nicht da oben hin, in diesen Bereich, weil sonst ist das Auge wieder abgelenkt. Und in diesem Bereich setzen wir jetzt auch noch die Libelle, die natürlich auch eine Knallfarbe mit Bermuda-Blau hat. Das sind so die kleinen Tipps nebenbei. Und bitte nach oben. Nicht nach unten, nicht abstürzen lassen. Genau das gleiche bitte mit Schmetterlingen. Nicht abstürzen lassen. Die fliegen nach oben, die stürzen nicht ab. Und damit ist eure Karte quasi fertig. Ihr müsst jetzt nur noch miteinander die Kartenteile miteinander verkleben. So. Dann nehme ich ein bisschen Flüssigkleber. Ihr könnt gut den Snail nehmen, wenn ihr mit dem Flüssigkleber noch nicht ganz so vertraut seid. Wenn ihr dann nämlich zu viel nehmt, drückt er sich gerne mal durch. So, und ohne weiteren Shishi und Dimension kommt diese Karte auf die Grundkarte. Ein bisschen Abstand natürlich wieder nach oben und unten, dass sie schön zentriert drin ist. Und dann noch etwas, wenn ihr Karten verkaufen wollt. Auf meine Karten kommt hinten als allererstes meine Eigenwerbung. Nämlich mein Stempel, Alexandra Grape, www.pinselschere.co.de. Und wenn ihr Karten verkaufen wollt, gibt es im Set kreativ und selbstgemacht. Das ist, steht in unseren Angel Policen. Sobald ihr auf einer Karte ein Stampin' Up Produkt verwendet habt, muss dieser Copyright-Stempel drauf. Und den gibt es im Stempelset kreativ und selbstgemacht. Und den setze ich natürlich auch noch mit drauf. Das tut nicht weh. Macht die Karte nicht hässlich. Auf jeder gekauften Karte gibt es hinten Aufdrucke. Und damit ist meine Karte, mein Dankekärtchen für diesen Monat oder für die letzten zwei Sammelbestellungen, die ich heute noch verpacke, fertig. Ganz schnell gemacht. Nur ein paar Stempelfarben, ein Stempelset, maximal zwei, wenn ihr den Spruch variieren möchtet. Flüsterweißen Farbkarton, einen farbigen aus dieser Farbpalette, mit der ihr auch gearbeitet habt. Und schon ist die Karte fertig. Drin muss kein Gruß, weil da schreibt ihr euren eigenen Gruß rein. Und ja, das war meine Idee für euch. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Draußen wird es langsam hell. Aber ich habe heute noch gefühlt 30 Pakete zu packen. Ich muss noch in die Stadt, weil wir haben ja Frühling und Frau braucht Schuhe. Und ich muss heute noch kochen. Ich habe heute noch einen Termin mit meinem Teammitglied. Und jo, ich habe heute echt viel zu tun. Deswegen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Das Video kommt wahrscheinlich erst heute Abend. Aber ja, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.